Dieser Gamer hat sein Blut genutzt, um zu zocken. Denn jedes Mal, wenn er in seinem Game gestorben ist, hat er Blut im echten Leben verloren. Das Ganze hat so funktioniert, dass der Controller, den er benutzt hat und dessen Vibration an eine Blutabnahmemaschine angeschlossen wurde. Jedes Mal, wenn also der Controller vibriert, wird dem Spieler Blut abgenommen. Wie crazy ist das denn? Ursprünglich war diese Maschine dafür gedacht, dass das Blutabnehmen mehr Spaß macht. Ich weiß nur nicht ganz, ob die Umsetzung die richtige war.